Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Pokémon Unite. Das ist heute rausgekommen, am 21.07. und soll ein bisschen sein wie ein MOBA-Spiel. Ich habe schon die Tutorials gemacht, das ist nicht ganz wie MOBA, es ist vielleicht ein bisschen so wie Dominion bei League of Legends, falls ihr das kennt. Wir gucken auf jeden Fall heute mal rein und bevor ich irgendwas mache, ich sage euch schon mal, ihr könnt hier einfach mal X drücken, wenn ihr das Spiel auch habt und dann in Mail gehen und wenn ihr dann den Launch-Bonus euch holt, der ist noch bis zum 31.08. da, dann kriegt ihr nämlich Zeraora als Pokémon, den ihr hier spielen könnt. Den werde ich auch heute spielen, wenn ich ihn dann bekomme. Weil der ist witzig. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal in ein Random Match. Jo, und da sind wir auch schon. Jetzt sind wir in dem... Nein, Auswahlmenü, wo man Sachen auswählen darf. Jetzt hat mir jemand mein Pokémon weggenommen. Der Wulz. Der Wulz hat mir mein Pokémon weggenommen, das ich haben wollte. So ein Blödkopf. Ich bin aber sehr, sehr sauer. Na gut, ich habe mir zum Glück noch ein anderes Pokémon geholt. Nämlich das Hollowear. Nee, das, ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt. Aber das ist auch ein Pokémon... das schnell ist und ich stehe eher auf schnelle Pokémon. Ich kann euch noch mal kurz zeigen, man hat ja hier gesehen, es gibt ja auch verschiedene Skins. Ich könnte jetzt auch diesen Epic-Skin hier holen, aber der kostet bestimmt 80 Euro, damit man den haben kann. Dementsprechend habe ich den auch nicht. Aber es gibt auch Skins in diesem Spiel und überall, wo diese Uhr dran ist, das sind die Pokémon, die momentan in der Rotation gerade drin sind quasi, dass man die umsonst spielen kann. Und mein Talonflame, nicht hier habe, den habe ich mir gegönnt, weil ich das Tutorial gemacht habe. Da kriegt man dann nämlich ein Pokémon geschenkt und ich habe mir das ausgesucht, weil das ein Speedstar sein soll. Okay, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass ich jetzt gerade nicht das Zeraora bekommen habe, weil Zeraora kann sich nicht entwickeln und ich finde eigentlich an Pokémon Unite richtig geil, dass sich die Pokémon entwickeln können währenddessen. Let's go! So, und jetzt sind wir auch schon im Spiel. Es ist ein 5 gegen 5, ein Messages Online Battle Arena, heißt MOBA, glaube ich. Und ja, wir sind jetzt hier auf der linken Seite, die Gegner sind auf der rechten Seite, auch 5 Gegner. Ziel ist es, hier diese wilden Pokémon zu bekämpfen. Die kleinen Pokémon kriegen, also diese Griffel hier, die bringen zum Beispiel gerade 2 Pokebälle mit jedem, den du besiegst. Man hat Skills, die man einsetzen kann, die seht ihr in der Mitte. Je nachdem, wie man levelt, kann man halt mehr Skills sich holen. Jetzt habe ich auch noch meine zweite Attacke. Und an sich, ganz grob gesagt, ist es das Ziel... Oh, da sind die Gegner. Das sind Gegner. Die Gegner sind sehr, sehr böse. Aber wir können die einfach mal angreifen. Aber ich glaube, das ist nicht gut, weil die zu zweit sind. Ich bin alleine. Nee, das ist nicht gut. Hallo, kann mir bitte irgendjemand helfen? Nein? Na gut, dann nicht. Ja, müssen wir hier irgendwas anderes machen. Porus, du kannst mich mal jetzt. Geh aus meiner Base hier raus. Da hilf mir, Wulz. Wulz, du hast mir mit Pokémon geklaut. Jetzt hilf mir auch. Ah, ich muss hier schnell weg. Man kann sich heilen, wenn man in seine eigenen Gebiete hier reingeht. Ihr seht auf der Karte... 5 lilane Dinger, das ist quasi von meinem Team und wenn man sich da reinstellt, dann kann man sich heilen. Man kann sich auch heilen, indem man diese komischen Beeren hier auf ist, dann heilt man sich instant. Und ja, die Gegner, die rote Energieleisten haben, das sind böse Leute, die muss man besiegen und ja, das ist doof. Aber ich glaube, das Ding, das wir hier gerade vernichten, das ist eher ein Support, deswegen kann der alleine eigentlich nicht so viel. Und wir pieksen den einfach kaputt! So, da werden wir besiegt. Und wenn man einen Gegner besiegt, dann kriegt man einen Teil der Pokebälle, die sie dabei hatten. Das ist sehr, sehr nett. Und jetzt sind wir endlich zu zweit. Wulz, hilf mir, das Visasam zu besiegen. Wulz, wir müssen das Visasam besiegen, bevor es mich besiegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es greift mich an. Ja, Wulz, wir machen das zusammen. Teamwork. Ja, wir sind die allerbesten. Wir haben sie einfach besiegt. Ich komme nicht an deren Ding hier ran. Ziel ist es eigentlich, Punkte zu machen. Dafür muss man in so ein Gebiet hier reingehen. Ich sterbe jetzt wahrscheinlich, während ich das mache. Ja, richtig dumm. Ich habe wieder keine Leben. Und da muss man so Slam dunken, quasi den Basketball in diesen Ring reinwerfen. Und dann kriegt man Punkte. Und das Team, das am Ende die meisten Punkte hat, los Wulz, lass uns das Relaxo töten, das gewinnt, das die meisten Punkte hat. Die sind aber gar nicht so schlecht, weil die alle nach unten gehen tatsächlich. Auf jeden Fall 3 Leute von denen. Das hatte ich bei meinem Probematch nicht. Nein, lass doch das Machomai kaputt machen. Ist das überhaupt Machomai? Ich glaube, das ist gar kein Machomai. Das ist irgendwas anderes. Egal, dann machen wir dieses komische, ich weiß nicht genau, was es ist. Naruto Fanboy. Ja, das ist gut. Naruto Fanboy, den besiegen wir doch easy. Neue Attacke. Wir haben uns jetzt entwickelt. Ey, ich komme einfach nicht an deren Teil hier ran. Das ist richtig schlimm. Okay, warte. Wir lassen den jetzt mal so. Wulz soll jetzt mal gegen den kämpfen. Und während Wulz gegen den kämpft, Slam, danken wir hier ein paar Punkte rein. What? Bow, bow. Nice. Unsere ersten 24 Punkte, die ich zumindest gemacht habe. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, und jetzt, wir sind schon Level 2, aber schon aufgelevelt. Deswegen können wir den bestimmt easy peasy hier vernichten. Zusammen mit Wulz gar kein Ding. Ja, mega nice. Es gibt auch noch Special Events in diesem Spiel. Heißt, zum Beispiel ein Zapdos kann in der Mitte spawnen. Oben links seht ihr ja die Map. Wird auch alles angezeigt, wenn da was spawnt. Hier unter uns wird zum Beispiel gleich was spawnen. In 3 Sekunden. Oh, jetzt haben wir sogar unsere dritte Entwicklungsstufe. Mega gut. Hier ein Dreadnought ist gespawnt. Wenn man den besiegt, dann kriegt man ein Schild. Ich bin aber gerade ein bisschen zu schwach, um den zu besiegen. Man kann sich auch mit jedem neuen Level, das man hat, immer seine
Ja, Attacken verbessern. Es gibt immer zwei Wege, die man dabei wählen kann, ob man jetzt ja, die eine oder die andere Attacke besser haben möchte. Und das ist alles ganz toll. Eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ich weiß nicht, ob ich das Dreadnought besiegen kann. Ich probiere es einfach mal. Bam, bam, bam. Oh, ich glaube, alleine wird das nix. Nee, das ist zu stark. Und so richtig viel bringt das meiner Meinung nach auch gar nicht. Es gibt halt dann so ein Schild, aber ja, mehr bringt das dann auch nicht. Ja, das ist eigentlich schon das Spielgeschehen. Man kann auch noch auf der Map hier so ein bisschen rumgucken. Also man muss nicht die ganze Zeit bei seinem Pokémon bleiben. Da wird Pikachu, das ist ein Fernkämpfer. Der greift da so ein bisschen an. Und ja, so kämpft man dann die ganze Zeit. Man kann sogar... Oh, der ist richtig stark, der Typ. Was geht denn bei dem ab? Oh, okay, ich habe Wulz irgendwie geholfen. I don't know, was ich gemacht habe. Ist auch egal. Oh, nein. Und je mehr Punkte man hat, je mehr Punkte... Lass mich in Ruhe. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich will bitte nicht sterben. Ist das Pikachu meins? Ja, das Pikachu ist meins, ne? Je mehr Punkte man hat... Ey, die Attacke ist richtig gut. So länger dauert das, so einen Slam-Dunk durchzuführen. Und wenn man während seines Slam-Dunks nämlich angegriffen wird, dann wird das auch abgebrochen. Wir brauchen noch 3 Punkte, dann gehört uns dieser eine Punkt da. Komm, Pikachu, wir machen das. Die Attacke ist richtig geil, dieser Aerial Ace. Krass, ich habe diesen Typ hier noch nie gespielt. Ich habe immer nur diesen Zabba-Pubidub gespielt. Der war witzig, aber der hier ist ja noch besser. So, guck, dieser Punkt hat jetzt nur noch 3 Leben, sieht man da. Komm, Wulz, wir vernichten die und dann geht's richtig ab. Es gibt auch noch Special-Attacken, also quasi eine Ulti in diesem Spiel. Die löst man mit Cell L aus. Dafür machen wir erstmal das Ding hier kaputt. So, jetzt kriegen wir nämlich keinen Speed-Boost mehr. Eigentlich wäre hier so ein Speed-Boost für die Gegner gewesen, dass sie hier schneller umherlaufen können. Aber das haben wir jetzt kaputt gemacht und deswegen können wir ganz normal langlaufen. Cool, und die können sich da vorne halt nicht mehr heilen. Das ist sehr, sehr cool. Wir haben ein Huge Lead. Lass sie alle töten. Ulti! Diese Ulti muss ich aber immer aufladen. Das ist dieser Unite-Move, den ihr unten links seht. Der ist jetzt bei 16% und er lädt sich mit der Zeit auf. Oh, wir haben schon gewonnen. Zum einen. Und, lol, die Gegner haben einfach nur 12 Punkte gemacht. Ich glaube, die haben das Spiel nicht ganz verstanden. Oder wir waren einfach richtig gut. So, und wer war der Beste? Ivanan war der Beste, oder? Unser Relaxo war der Beste. Der hat 90 Punkte. Ich bin auf Platz 3 insgesamt gewesen. Ja, cool. Hier, unser Evil Gengar mit seinem Relaxo. War richtig cool. Leider gibt es das Spiel nur auf Englisch, das finde ich ein bisschen schade. Aber vielleicht kommt ja irgendwann nochmal ein Deutsch-Patch raus. Genau, so, was kann man sonst noch machen? Man kann sich seine Pokémon angucken. Hier, ich habe Slowbro, ich habe bei Talonflame, ich habe bei Zeraora. Ja, und mehr habe ich noch gar nicht. Der Rest ist gerade umsonst. Es gibt insgesamt 20 verschiedene Pokémon, die seht ihr hier alle. Kosten alle unterschiedlich viel, haben verschiedene Typen, also ob jetzt Support oder Tank oder eher der Angreifer oder Schnelligkeit und so oder Allrounder. Dann gibt es natürlich noch den Shop. Da kann man auch mal gucken, wie die so alle kosten. Das Gute finde ich, man kann die wie bei League of Legends sowohl mit normalen Münzen holen, die man während des Spielens bekommt, aber auch für so, ja keine Ahnung, kristallene Sterne. Und die würden in echt Geld kosten. Also man sieht, der Pikachu ist ein 6000er und je weiter man runter geht, umso teurer werden die. 10.000 ist bisher das teuerste, zum Beispiel Lucario. Er wird 10.000 kosten oder ungefähr 600 von diesen komischen Kristallen. Und wir können jetzt mal gucken, wie teuer 600 dieser Kristalle wären. Und ihr seht schon, 490 würden 9 Euro kosten. Wenn man das allererste Mal kauft, dann kriegt man sogar das Doppelte. Der hier wird zum Beispiel nicht lang, da wird man nur 500 haben. Müsste man für 9 Euro sich fucking Lucario holen, wenn man das haben möchte. Also ist schon ein bisschen teuer. Man kann sich auch noch verschiedene Skins für seinen Trainer hier holen, die sind auch richtig teuer. Hier 1370 dieser Kristallendinger, einfach nur damit man so einen Regenanzug hat. Das sind, glaube ich, 20 Euro oder so. Richtig wild. Obwohl das hier schon richtig cute ist, ne? Dieser Relaxo-Anzug. Ist schon cool, ist schon cute. Aber ja, das kann man nur für echt Geld holen. Oder wenn man Ranked spielt. Ich glaube, diese 1000 Dinger, die hier neben sind, die kriegt man in Ranked, wenn man da richtig cool drin ist. Ansonsten gibt es noch Items, die man sich kaufen kann. Die sind meines Wissens auch permanent. Die kannst du dann deinem Pokémon geben und dann kriegen deine Pokémon verschiedene Perks. Wie zum Beispiel, dass die mehr Max-HP kriegen, wenn du mal einen Tor gemacht hast oder so. Ich habe mir zum Beispiel schon diesen Stein hier gekauft. Der wird meinen Movement-Speed erhöhen, wenn ich nicht im Kampf bin. Und ja, das wäre es soweit. Dann gibt es noch ein paar Skins für ja, Pokémon. Ist ja aber noch nicht so viele, was ich komisch finde. Die kosten natürlich auch alle echt Geld. Also so wollen die sich natürlich finanzieren. Nicht wahr? Die Tencent mit ihren 8 Milliarden Euro. Langt ja doch nicht. Brauchen noch mehr Geld. Gut, ich würde sagen, wir starten einfach nochmal ein neues Battle. In der Hoffnung, dass ich diesmal Zeraora bekomme. Ich gehe ganz schnell hin, wähle ihn aus. Komm, gib mir den. Ja, ich will den. Okay. So, und jetzt kann ich anscheinend ZL drücken, um mich im Battle zu preparen. Ah, Battle-Items sind andere Items. Die Potion habe ich jetzt so dabei. Ist die Frage, ob man die nur einmal benutzen kann oder immer wieder. Hier könnte ich dann meine Items auch
abändern oder mein Movement-Set. Also hier kann man nochmal sehen. Mit Level 6 kann man Attacken sich auswählen und hier kann man dann sagen, was Autos-Set ist, was ich als erstes leveln sollte. Aber man kann auch in-game sagen, was man haben will. Man hat immer zwei Pfade, je nachdem, ob man mehr offensiv oder mehr defensiv angreifen oder kämpfen will. Nach seinem eigenen Kampfstil. Alter, der hat schon einen Skin. Ein Witch-Kid haben wir dabei. Der hat einen Relaxo mit dem Skin. Ja, der hat sogar das Relaxo-Ding. Okay, da liebt jemand sehr Relaxo. Der spielt Relaxo und der hat diesen Relaxo-Anzug. Oh mein Gott, der hat bestimmt schon 30 Euro für dieses Spiel ausgegeben. Go, 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 go! So, diesmal sind wir ein Melee-Typi und nicht so ein komischer Vogel. Obwohl, der Vogel war ja auch relativ Melee. Wir können uns jetzt leider nicht entwickeln. Das finde ich ein bisschen schade. Wir bleiben jetzt also immer dieses komische Elektroviech hier. Aber der ist richtig cool. Der hat nämlich richtig coole Attacken. Mit denen kann man richtig cool den Gegnern hinterherwetzen. Hier zum Beispiel mit Agilität. Wenn die dann weglaufen wollen, kannst du den hinterherjagen und sie einfach töten. Und seine andere Attacke ist, glaube ich, Kratzer, mit denen man öfters den Gegner angreifen kann. Und dann ist er so gestunt und alles mögliche hat er. Ja, der ist richtig cool. So, let's go. Lass uns das Glomanda töten. Agilität und Kratzer. Guck, Kratzer. Oh, hat er sich einfach gegen drei Leute von uns angelegt. So ein Dummkopf. Los, Leute, lass uns Slam danken. Bow! Ein Punkt habe ich. Geil. Und hier ist diese komische Zone, die ich meinte. Da wird man immer langsamer, wenn man da mehr reinläuft, weil das eigentlich die gegnerische Zone ist. Oh, da ist das Glomanda wieder. Heißt, da sollte man sich eigentlich nicht drin aufhalten. Und deswegen lohnt sich das aber auch, diese komischen... Ja, da kriegt er sogar ein Schild. Das ist schon ganz schön böse. Ich will hier ganz schnell wieder weg. Agilität nach draußen. Und deswegen muss man diese Zone hier einnehmen, damit da diese Fluxzone da oben dann weggehen. Ah ja, so ist das alles. Ist das gegnerische Relaxo, das ist dieser Witch-Kid-Boy. Sind meine Freunde alle tot? Nee, die kämpfen da drüben, ne? Leute, ich komme euch zur Hilfe. Alles cool. Hier machen wir das Glomanda tot. Nice. So, das erste, der Starter-Pokémon getötet. Das zweite folgt zugleich. Stirb, du kannst mir nicht flüchten. Ich habe Agilität. Ist das Relaxo schon tot? Nee. Okay, komm, wir müssen unserem Freund helfen. Da, das Relaxo. Das Relaxo. Oh, nein. Okay, das war ja fies. Jetzt hat er mir meine 4 Punkte geklaut. Stimmt, darauf muss man halt auch achten, dass wenn man zu viele Punkte hat, dass man dann natürlich nicht sterben möchte, sondern lieber... Oh, ich habe einen Assist bekommen. Nice. Sondern lieber Punkte macht. Hier ist noch so ein Special Monster. Das kennt man eigentlich auch aus League of Legends, wenn ihr jemals League of Legends gespielt habt. Dschungelmonster, so krasse Dschungelmonster. Dieses Dschungelmonster hier gibt einem zum Beispiel, wenn man ihn tötet, eine lilane Aura. Und diese lilane Aura, die ich jetzt unter mir habe, ich kann auch mal hier drücken, macht, dass wenn ein wildes Pokémon wenig Leben hat, dass man den dann mehr Leben abzieht. Das heißt, man tötet die schneller, ist quasi wie so ein, weiß ich auch nicht, wie so ein Elder Dragon Buff von League of Legends. Ja, ich muss das alles mit League of Legends vergleichen. Ist halt ein MOBA. Aber irgendwie auch nicht so richtig. Es ist so ein halbes MOBA. Also es ist eigentlich gar nicht wie League of Legends, oder? Leute, wie seht ihr das? Habt ihr dieses Spiel auch schon gespielt? Wie findet ihr es? Soll ja auch noch für Handy rauskommen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie da die Umsetzung sein wird. Weil mit dem Controller spielt sich das eigentlich recht nice. Ja, du glaubst, du kannst flüchten oder was? Aber na gut, okay. Du kannst flüchten, ist in Ordnung. Und ich hole mir meine Volt-Tag. Bam, bam. Die kann man sogar öfters einsetzen. Das ist richtig cool. So, du denkst, du kannst ja deinen Punkt verteidigen oder was? No way kannst du deinen Punkt verteidigen. Kannst nicht mal weglaufen. Nicht mal in dein Flux-Kompensator-Ding. Schuh, Agilität. Und nochmal. Weggedatzt. Weggeblitzt habe ich ihn einfach. So, nice. 32 Punkte brauchen wir doch. Kriegen wir doch hin. Guck mal hier. Leute, ich bringe uns nochmal 5 Punkte. Bam, das gehört uns. Da. Ich hoffe irgendwie, dass gleich nochmal ein Zapdos in der Mitte kommt. Den will ich euch auch nochmal zeigen. Weil Zapdos wird machen, dass diese Dinger alle schlecht werden. Defending our goal zone. Nein, die greifen uns oben an, die Blödmänner. Okay, warte. Ich gehe gleich. Nach denen gehe ich mal nach oben. Nachdem ich hier meine Punkte abgegeben habe. Wow, Slam Dunk! Und den noch kurz vernichtet. Okay, er läuft schon weg. Dann zurück zur Basis. Wir teleportieren uns zurück. Dann müssen wir unsere Leute retten. Hallo. Möchtest du meine Blitze abbekommen? Oh, wir können das Teil hier kaputt machen. Nein, er hat das verteidigt. Hallo, au. Das ist ja auch so einer wie ich. Und das ist richtig böse. Das mag ich nicht, aber wir sind zu dritt. Leute, wir nehmen uns jetzt diesen Punkt hier ein. So, Leute, gehört uns. Alles easy.